Warte mal, Sandy! Du bist keine Ente! Du bist ein Vogel! Ja, okay. Ich glaube, Sandy hat einen Vogel. Wir sind heute Vögel! Wir sind heute Vögel, Freunde! Und müssen heute einen Parcours machen, indem wir so weit es geht nach oben klettern. Das war natürlich nicht immer oft einfach. Aber wie weit wir nach oben gekommen sind und wie viel Meter wir geschafft haben, werdet ihr jetzt in diesem Video sehen. Und damit erstmal, hey Freunde, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, umkennen und können Videos mit zu verpassen. Und ich würde sagen, Senti, mein Vogel. Ich weiß, dass du einen Vogel hast, aber wärst du bereit, auch mit mir als Vogel nach oben zu gehen? Gut, gut, let's go. Das ist oben. Let's go! Genau, Freunde. Insgesamt kann man, glaube ich, hier 200 Meter hoch. Und unser Ziel ist es, einfach nur nach oben zu fliegen. Oh ja, wieso bin ich pink und wieso bist du blau? Das hat was, ganz einfach. Du bist ein Mädchen und ich bin Junge. Cool, let's go. Richtig. Und ihr seht, Freunde, wir gleiten auch so ein bisschen. Das heißt, ja, wir fliegen so ein bisschen wie ein Vogel. Nein, ich bin ab. Oh mein Gott, ich spawn wieder im Nest. Und insgesamt haben wir schon 2 Meter geschafft. Wow. Hey, ich bin sogar höher als du. Easy. Warte mal, was ist eigentlich das? Schneller Samen? Was? Keine Ahnung, Sid, ich habe mir irgendwas gekauft, keine Ahnung. Ich ja, das sicherlich nicht. Hauptsache irgendwas kaufen. Ja, Hauptsache was kaufen. Aber Freunde, ich komm. Oh mein Gott, okay. Wo bist du eigentlich jetzt? Ich bin runtergefallen. Ich bin auf 2 Meter Höhe. Achso, du bist noch hinter mir? Bei mir sind Steine. Hier ist Stein. Hä? Du gehst einen anderen Weg? Hä, was? Ich gehe hier ganz normal den Weg. Ach, da bist du. Du hast da eine Farbe. Oh, was geht ab, Junge? Junge, ich habe das gar nicht gecheckt, dass du jetzt eine andere Farbe hast. Ja. Wie findest du? Ich war beim Friseur. Ja, sieht sehr interessant aus. Steht mir, oder? Ja, eigentlich ehrlich gesagt schon. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Nein. Endlich ist er weg. Ey, warte mal. Ich habe so ein Speedcoil dadurch bekommen. Okay, nice, Sandy. Und jetzt bin ich ein grünleuchtender Vogel. Ein Wellensittich. Okay, welche Vögel sind grau? Ich bin eine Rabe, so, weißt du? Ich bin eine Elster. Eine diebische Elster? Ja, ich klaue gerne Schmuck von Zendeks Rücken. Was? Ja, ich habe eh keinen Schmuck. Bei mir gibt's nichts zu holen. Okay. Okay, Freunde, wir haben insgesamt... Du bist ja schon da. Ja, also, guck mal, ich habe mit dem Speedcoil... Siehst du, dass ich ab und zu so leuchte? Ja, du Junge, was bist du für ein krasser Vogel? Ja, Sandy, ich weiß, dass du einen Vogel hast, Mann. Na, Alter, lass mich in Ruhe kommen. Hau ab. Okay. Puck. Unser erstes Ei gelegt. Was? Ja, okay, sorry, ich schneide das raus. Hallo? Junge, ich bin ein bisschen erschrocken, was du für ein Vogel bist. Das ist meine Taktik, ich verwirre dich, dass ich einfach weiterfliegen kann. Ja, aber ihr seht, es wird immer schwieriger und wir müssen hier so ein bisschen rumgleiten. Ich weiß, was cool, dass es Checkpoints gibt, ne? Ja, das ist mega. Du bist die ganze Vogelgang. Ja, warte mal, ich hab schon... Guck, waren wie viele. Alter, ich echt mal. Oh mein Gott, ein weißer, ein gelber... Ein grauer, okay, du kommst, ich seh's, du musst jetzt da weiter und, ja, okay, du hast den Dreh so ein bisschen raus, ne? Ich hatte den Dreh doch nie weg. Ach so. Sagt man das so? Könnte man so nennen. Ja, Paul, das ist mein Sprichwort. Okay, aber Freunde, wir haben schon 15 Meter lila da. Ich will auch so lila eine Vogel sein. Die Frage ist, echt mal, das würde eigentlich zu seinem Skin passen. Mhm. Wo müssen wir hier weiter? Wir müssen, glaube ich, jetzt hier hoch und durch die Höhle. Also sein Skin passt ja, guck mal, du hast orange und gelb. Ja, aber... orange und grün. Eigentlich wäre es besser, orange und grün. Ja, aber eigentlich wäre es besser, wenn ich komplett orange wäre, oder? Ja, du mal mit deinem Extra-Würmchen. Was ist das? Oh, er ist runtergeflogen. Oh mein Gott. Okay. Ja, die Brücke hält, die ist stabil, aber... Oh mein Gott. Langer Flug! Yeah! Langer Flug! Und? Yeah. Okay, wir haben unser zweites Nest berührt. Und hier kommen jetzt Vorsicht Spitzen auf. Aua. Vorsicht Spikes. Darf man nicht berühren? Ich bin ein blauer Vogel. Okay, nice, Leute. Ja, ich will ein lilaner Vogel werden. Gut zu wissen. Und okay, wir müssen jetzt bei den Spikes so ein bisschen rumfliegen. Oder auch... Oh! Ey, du bist ein lila Vogel! Ja, also, jetzt darf ich aber nicht erledigt werden. Niemals okay, mehr. Ja, du darfst niemals umgeschnitten werden. Okay, jetzt kommt die Wahrheit. Du musst nämlich rumspringen und... Oh, ich habe den Spike nicht mal gesehen. Nee? Okay, nice. Trotzdem gut gemacht und... Oh, das ist, also mit dem Rumschwingen wird echt schwierig. Ja, das macht Spaß. Ja, ich glaube, von da unten schaffst... Oh, ich dachte, du schaffst es nicht. Na, Junge, ich bin ein Vogel. Ich flieg doch nicht erst seit gestern. Du hast nicht mal heute das Fliegen gelernt. Lass mich in Ruhe, Mann. Okay, warte mal. Wir haben jetzt... Wir sind wieder tiefer. Keine Flügel. Keine Flügel? Also Flügel sind wir nun auch nicht. Keine Vögel an diesem Punkt vorbei. Geh durch die Höhle herum. Also, da kommen wir nicht durch. Oh, nö.
Sicher nicht? Nee, wir müssen leider drum herum, Freunde. Okay, wir sind in der Höhle und ja, das wird natürlich nicht allzu einfach. Und da kommt mein Freund Santi. Aber ich habe ja noch auf jeden Fall mein Speedcoil. Und okay, es wird ein bisschen schwieriger, Santi. Und nicht von da unten. Ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Na klar. Ja, okay. Ich hab doch wunderschöne Flügel. Wunderschöne Flügel. Mein lilanes Geflieder. Was denkst du, wie viele Meter werden wir schaffen? Wie viel geht es denn überhaupt? Was sind das? Ich weiß nicht, insgesamt geht es bis 200, aber... Boah, Junge, wir sind erst bei 20. Das Ding ist, geht immer hoch, runter, hoch, runter. Ah, wir sind nicht hoch und... Oh mein Gott, hier sind Spikes. Okay, pass auf. Okay, hier sind Spikes und... Whoppa! Ich hab's geschafft. Okay, warte mal. Ist das so ein Jump-Pad? Nee. Das ist ein Pilz. Ja, ich dachte irgendwie, so Jump-mäßig ist das was. Weißt du? Nee, das ist ein Pilz. Ja, danke für die tolle Information. Nur ein Fliegenpilz sogar. Und wir haben den nächsten Checkpoint. Oh, das ist cool, dass die Checkpoints sind so Vogelnest. Ja, cool. Das ist echt cool. Das gefällt mir. Außer Sandix, ich habe dir gestern schon gesagt, das ist keine Toilette. Nein. Oh, er hat es nicht geschafft. Aber Freunde, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Videos mit Sandy sehen wollt. Denn ich finde es eigentlich, ich finde es eigentlich ultra witzig, wie wir als Vögel hier rumzwitschern. Yeah, ich hab du bist wieder nicht gesprungen. Hä? Okay, warte mal, ich gehe ja, auf jeden Fall... Meine Flügel lassen nach, ich bin ein bisschen müde geworden. Ja, warte mal, was können wir eigentlich noch kaufen? Es gibt den Vogelwechsler. Wo kannst du was kaufen? Ja, links, das ist so ein Teil. Ah. Da kannst du dauerhaft ein lila Vogel sein. Nee, ich werde einfach nicht erledigt werden. Easy. Nee, einfach nicht erledigt werden. Okay, oh mein Gott, ich bin schon weit. Okay, du musst wieder aufpassen, hier kommen nämlich wieder Spikes. Und ich sehe dich da so langsam ankommen und... Vorsichtig. Oh mein Gott. Ja, okay, du musst jetzt genau und ja, der Rest ist halt easy. Okay, Sandy, hier wird es ein bisschen schwieriger. Da musst du nämlich reinspringen und dann raus. Okay. Okay, du machst es. Warte, ich bin beeindruckt von dir. Wohin müssen wir überhaupt? Ja, hier durch die Höhle. Durch viele Spikes. Ja, es wird natürlich auch schwieriger. Ehrlich. Denn ich will einfach einen Checkpoint wieder haben. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Warte mal, wo ist überhaupt der nächste Checkpoint? Wo könnte der sein? Ich meine, so langsam brauchen wir mal wieder ein neues Vogelnest. Ja, ich dachte, es gibt hier erstmal gar keine Checkpoints. Das wäre krass. Oh, das wäre echt... Oh nein, das okay. Das erinnert mich aber an dieses Leiterspiel, was wir gespielt haben. Ja, stimmt. Und... Oh mein Gott, ganz, ganz spät abspringen. Nice. Alter, wir sind gerade richtig gut. Wir sind ja auch Vögel. Sei mal ehrlich, wir waren noch nie in einem Obby so gut wie gerade jetzt. Ja, ich glaube, ich will für immer ein Vogel bleiben. Ich auch. Ich liebe Vögel jetzt schon. Warte mal. Ja? Sind die? Ja. Vogelkuss. Ey! Ah! Alter! Weißt du, wie du aussiehst? Wie Patrick, das Schnabeltier? Was lacht? Harry, Junge! Ach so. Wer ist Patrick? Ich dachte, der heißt Patrick, Mann! Aber ist doch so, das sieht aus wie Perry, fällt ja auf. Ja, Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Bewertet Perry, mal. Schnabeltier. Richtig, bewertet mal unseren Skin von 1 bis 10, Freunde. Dubi dubi duba, dubi dubi duba, Agent P. Schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie viele Punkte würdet ihr uns geben? Also, ich würde uns locker eine 10 von 10 geben. Junge, einfach Perry, der Schnabeltier, kriegt ein Autogramm. Junge, du bist, keine Ahnung, was für ein Schnabeltier. Ich bin Olaf die Gurke. Olaf die Gurke? Ja, ich bin nicht so cool wie du. Achso. So, okay, wir sind gut weit. Sind insgesamt schon bei 46 Metern. Und es hört gefühlt nicht auf. Und ich habe einfach meinen Boost ausgepackt. Der ist übelst OP. Habt ihr mal einen Checkpoint gehabt oder habe ich es verpennt? Wir haben einen gehabt, aber ja, okay, es müsste jetzt bald wieder einer kommen. Ja, easy. Upa! Das Gute ist, guck mal, ich fall runter, aber es passiert halt nicht viel, ne? Ja, das ist gut, das ist praktisch, muss ich sagen. Aber... Wie lang geht es hier denn entlang? Ich glaube, das geht noch viel weiter. Also, ja, kein viel Problem. Schwieriger. Ja, bis jetzt ist es noch chillig. Denn wenn ich hier mir mal angucke, der Beste hat einfach 15 Nester. Wohin müssen wir, Vitamina? Hier lang, komm, mein kleiner Vogel. Oh, drehende Wolken. Ich liebe drehende Wolken. Ich liebe Wolken. Ja, weißt du, dass Wolken auch manchmal regnen? Ja, na klar, aber, Junge, weiß ich das. Oh, ich bin falsch. Ich lebe in der Luft. Ich sehe alles, ich sehe die Sonne, ich sehe Wolken. Was würdest du cooler finden? Zu fliegen zu können oder unter Wasser atmen zu können? Ich wäre am liebsten, wäre ich Perry das Schnabeltier. Oh. Nee, ja, was bringt mir unter Wasser zu atmen? Ich weiß nicht, da kannst du mit Fischen labern. Junge, was will ich mit Fischen? Ja, ist doch auch cool, Mann. Junge, die blubbern nur vor sich hin, da habe ich keine Lust. Freunde, schreibt mal in die Kommentare.
Ja, das stimmt. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was wäre eure Spezialkraft? Würdet ihr lieber unter Wasser atmen oder fliegen können? Oder ein Schnabeltier sein. Ja, das wird nichts, Senti. Mal gucken, wann das... Okay, er hat's gecheckt. Ich dachte schon. Klar, Junge, ich bin ein smarter Bird. Ja, und King Duck. Wer ist eigentlich King Duck? Bitte sei respektvoll. Eine Ente? Alter, Junge, das ist unser Anführer. Warte mal, königliche Entenparty? Okay, ich will nicht was? Das Wasser berühren. Ich berühre nicht das Wasser, ich habe keine Ahnung. Ich würde es auch nicht machen. King Duck Statue. Oh, ja, keine Ahnung, das ist halt eine Ente, eine Statue. Was? Ente. Das ist eine Ente. Junge, das ist König Duck. Beleidige niemals. Oh, König Duck. Liebe King Duck, wir möchten bitte zum Ende des Spiels kommen. Oh, lieber King Duck. Ach komm, Mann, lass den da in Ruhe. Ja, keine Ahnung, irgend so eine Ente ist das, keine Ahnung. Königliche Entenparty befindet sich bei 100 Meter. Oh mein Gott. Wir pass sollten, auf, Stachel. Alter, wie gemein, vom Checkpoint noch so Stachel. Wir sollten uns beeilen, denn bei 100 Meter, Senti, ist einfach eine Entenparty. Oh mein Gott, das wäre das Coolste, was es gibt. Ich war noch nie auf einer Entenparty. Warst du schon mal auf einer Entenparty? Ja, ich war noch nie eine Ente, zufälligerweise, leider. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, sollen wir jetzt eigentlich eine Ente darstellen, Leute, oder sollen wir ein Vogel immer noch sein? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Oder ein Schnabeltier? Oder ein Patrick, der Star? Junge, er ist nicht Patrick. So, okay. Ich muss sagen, durch diese Fliegen oder durch dieses leichte Fliegen macht das irgendwie das alles ein bisschen einfacher. Nee. Also, findest du nicht? Nee. Hä? Okay, warte mal, wir müssen gar nicht da lang. Oh Mann, Handy, sag das doch gleich. Ja doch. Okay, jetzt? Komm zurück. Oder auch nicht. Let's go. Ja, ich glaube, ist egal, von wo du lang gehst. Ach so. Aber du musst halt hier nach oben irgendwie zum Checkpoint. Checkpoint hast 7. Du Checkpoint? Yes. Okay, nice, 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 okay. Wow, ja, ich hab's auch geschafft. Nice, okay, bist du dann über den Baum? Ja, komm, einmal hier drumherum. Ja, let's go. Checkpoint. Was? Junge, hier, guck mal. Vogelbad, ey. Whirlpool für Vögel. Oh, du kannst es richtig gut. Dieser Abschnitt ist Rally Langes Glück. Was meinen die damit? Luck? Oder wird jetzt, ich glaube, jetzt wird es schwer. Ahnung. Ich glaube, ja, jetzt wird es schwieriger. Zumindest. Oh mein Gott. Opa, sieht so aus. Hier ist eine Entenparty. Zumindest eine kleine. Das ist ein Picknick. Müssen, ja, ein Picknick, wo es lecker Kuchen gibt. Donuts. Was darf bei einem Picknick? Ja, guck mal, ein Chicken. Oh mein Gott, ein Chicken. Was darf... Oh mein Gott, hier. Zack. Und... Ja, okay. Let's go. Langer Sprung. Ich folge ihm einfach mal. Ja, ich auch. Ich bin traurig. Ey, aber für 100 Punkte! Yeah, Volltreffer. Ey, aber weißt du was? Ich find's übelst unfair. Jetzt sind wir wieder... Wie, wir sind wieder tiefer. Wir waren gerade einfach 60 Meter. Und jetzt sind wir... Ja, es geht halt nicht so schnell nach oben, ne? Es geht immer hoch, runter, hoch, runter. Es geht halt... Genau, wie du schon sagst, es geht auch wieder mal runter und... Warte, nee, warte mal. Ich glaube, wir sind hier falsch, glaube ich. Ja, ich guck mal hier lang. Oh mein Gott, gut gesehen, Senti. Ja, ja, ja. Ich habe Adleraugen. Okay. Okay, wir sind aber bis jetzt gut, finde ich. Gut unterwegs. Also, ich meine, gefailt haben wir selten, oder? Ja, ich meine, ich bin immer noch der Lila hier. Ja, stimmt. Echt mal, ich bin auch immer noch der Blaue. Und stimmt, warte mal. Du warst locker seit Checkpoint 4 oder so, Lila, ne? Ja. Ja, okay, okay, okay. Du, ich merke also, du bist ein guter, schlauer Vogel. Also ich meine, du hast nicht nur einen Vogel oder bist ein Vogel, sondern du bist auch ein guter Vogel. Oh, oh mein Gott, das war ein schwieriger Jump. Ich musste zurückfliegen. Wir sind hier. Ich musste einfach zurückfliegen. Wenn du nicht schaffst, flieg zurück. Oh. Oh mein Gott, ist runtergefallen. Ja, dann flieg lieber zurück, wenn du es nicht schaffst und... Ja, aber gut. Okay, ich muss zurückfliegen. Mal gucken. Und... Alter, du hast es geschafft, first try. Ja, klaro, ich hatte auch Flügel. Ich, Mann, ich bin doch da. Okay, ich glaube, jetzt wird's hart, wirklich. Okay. Krass, jetzt geht's langsam ab. Ich habe mein Speedcoil, das ist übelst OP, sage ich dir. Okay, ich bin mal wieder oben auf dem Berg. Wenn du das geschafft hast, dann hast du es geschafft. Okay, let's go, habe ich geschafft. Und Checkpoint. Hast du ein Checkpoint? Nee, 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 aber hier sind so rote Blöcke. Okay, was? Ah, einfach, die wechseln sich einfach nur ab. Achso, oh. Oh mein Gott, ich will nicht das Wasser berühren. Ich glaube auch, das Wasser ist, glaube ich, nicht gut. Willst du raushin? Ja, aber bei mir war das, ja. Achso, ich dachte schon, der wäre bei mir gar nicht mehr aktiviert gewesen. Oh, oh, und? Nice, Senti. Okay, Checkpoint? Checkpoint Nummer 8!
Endlich. Ich glaube, für jede 10 Meter kriegen wir einen Checkpoint, oder? Weil 80 Meter und ach, da Checkpoint. Echt schlau, ja, ja. Oh ja. Mein Gott, okay, das ist abwechselnd, ne? Oh, ich bin runtergefallen. Okay, abwechselnd. So, und okay, das ist easy. Wenn du den Dreh raus hast, dann ist es übelst easy. Ich bin ganz runtergefallen. First try! Nein! Ich bin wieder runtergefallen. Du bist grün! Nein! Okay, schauen wir mal unseren Vogel Zetti an. Und du musst es immer abwechselnd machen und... Ja, jetzt musst du rüber auf die andere Seite und... Ach so! Ja. Ciao, Zetti! Ja, ich wollte einfach nur wieder lila werden. Der wird blau. Ich bin gelb. Oh, nice! Ein Chicken. Du bist einfach Vitamine. Was geht ab, Vitamine Gang? So, okay. Denk dran, du musst jetzt bei dem gleich dann rüber, ne? So, und... Oh, nice. Hä? Ja, was denn, hä? Mir durchgefallen. Ja, weil es schon deaktiviert war. Okay, Freunde, da sind wir wieder. Als kleines Schwebehühnchen. Aber den Sprung hier schafft um die Ecke. Ja, den schafft man. Also zumindest schafft man alle und wir müssen hier nach oben. Komm, mein Kleiner. Mein kleines Küken. Was für Küken? Ja, was bist du dann, Mann? Hier ist ein Checkpoint, komm. Eigentlich kannst du gar nicht mehr failen. So. Sag es nicht zu früh. Ah, hier geht's lang. Okay, hier gehen wir nach oben und Checkpoint Nummer 9. Jede 10 Meter ist einfach wirklich ein Checkpoint, Freunde. Und ich würde sagen, das ist easy. Und warte mal, wir müssen mal gucken, was der Senti da macht. Ja, ja. Sieht gut aus und sieht nicht so gut aus. Ist ja voll schwer. Hä? First try? Ja, okay. Okay, und hier gebe ich den Tipp, da geht's auch hoch anscheinend, okay, nice. Ich bin gespannt, was du bei 100 Meter erwarten wirst. Ja, ich auch, opa, man muss hier ein bisschen warten, weil die ein bisschen Verzögerung haben, so, hochspringen und nach rechts sollen wir, okay, was ist das hier, ein Tor? Oh, ich sehe wieder Spikes. Ja, Spikes sind unsere Endgegner nachher, hundertprozentig. Ja, ich glaube, Alter, Junge, was für Riesenflüge. Ja, ey, aber ich muss sagen, dieses Gefliege macht ultra Spaß. Ist so wieder das Ziel? Okay, oder? Warte mal, jetzt müssen wir hier rum. Pass auf, du musst so rumlaufen, so rauf und dann rumfahren. Okay. Und hier rauf! Oh, bin ich schlau, richtig? Schlau. Ah, nee, ich bin nicht richtig. Oh. Wir müssen einfach nur hier noch. Oh, okay. Hab mich gestoßen. Du musst dann da rum. Ja, einmal vertraut. Hast du es geschafft? Mhm. Nice! Oh mein Gott, jetzt kommst du eine Leiter sogar hier. Oh, nö. Okay, Freunde, durch mein Speeding kann ich manchmal sogar abkürzen. Let's go, Alter. Jetzt wird's schwer, jetzt wird's gleich schwer. Okay, hast du schon geschafft? Ja, aber es kommt so ein pinker Sprung. Okay, warte mal. Jetzt genau springe ich. Okay, nicht getimed. Nein. Oh mein Gott, königliche Entenparty steht bei mir. Was? Stimmt, bei 100 Meter. Das ist die königliche Entenparty. Oh ja, oh ja. Okay, okay, okay. Warten, springen. Ich mach mich mal fertig. Ich style schon meine Haare für die Party. Yo, sag mal, sind auch ein paar Entenmädels? Ja, sehen wir gleich. Ja, okay, ich bin unterwegs. Weil die werden alle denken, du bist ein Schnabeltier. Die haben wahrscheinlich eh keine Lust auf dich. Okay. Sandy, keine Sorge. Ich kürze so viel gerade ab. Ich bin so schnell bei dir gleich wieder. Denn ja, dieses Speed-Ding ist ultra OP, finde ich. Ja, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, warte mal, wir warten und springen! Let's go! Perfekt abgepasst. So, und. Okay, wir müssen jetzt. Königliche Entenparty voraus! Oh ja. Bist du schon da bei der Party? Nee, nee, nee. Okay, warte mal. Wir springen von hier und. Let's go, auf die Dings und boom! Ja, das ist echt schwer. Ich glaube, wir müssen erstmal hier rüber. Genau, und da müssen wir wieder warten und jetzt ist es aktiviert! Oh nee, zu spät. Nein! Ja, okay, wir müssen da warten. Du musst sogar. Oh, okay. Leute, es wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Ups. Oh, okay, nicht geschafft. Oh mein Gott, ich will einfach den Checkpoint wieder. Ich okay, alles so viel Stationen sind es tatsächlich gar nicht mehr, oder? Ich meine, wir sind jetzt bei... Ich sehe die Endparty. Okay, 98 Meter komm sind hoch, wir. Komm hoch. Alter, ist die Endparty groß? Also ich sehe die königliche Ente, sehe ich. Okay, warte mal, die königliche Ente. Und willkommen. Ja, 100 Meter Entenschnabelparty. Ja, Alter. Lecker, Freunde. Okay, die ersten 100 Meter haben wir geschafft. Und ich würde sagen, mal sehen, wie hoch wir noch kommen, Freunde. Let's go. Warte mal, vermisst ist die königliche Ente? Krone. Achso, die Krone ist bestimmt bei 200 Metern. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt suchen gehen. Oh Mann, okay, suchen wir mal unsere schöne Krone von der Ente. Let's go, okay. Ich muss sagen, hier kann man manchmal echt durchrushen, weil es noch sehr einfach ist. Irgendwie, keine Ahnung, durch diese Feder finde ich es wirklich easy. So, ja, okay. Das ist halt chillig. Stell dir vor, es gibt keinen Checkpoint, das wäre krass. Ja, ohne oder so, Checkpoint. Oder erst bei 100 Metern jetzt. Alter, ohne Checkpoint hätte
weg. Aber das eine Spiel war schwieriger, ne? Das ja, auf jeden Fall. So, hier rüber. Bup, bup. Und ich bin jetzt... Ah, okay, wenn ich nicht runter müsste, wäre ich jetzt einfach schon bei 108 Meter. Wenn, wenn. Hätte, hätte. Barrakette. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin, aber scheint so. Ich weiß auch gar nicht, wo du bist. Nee, ich fliege hier meine Runde. Okay. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Wie bist du über mir? Ich war vor dir. Ich weiß nicht mehr, wie es hier lang geht. Alter, du bist einfach über mir. Nee, Sandy, ich glaube, du musst hier unten lang, oder? Da oben ist aber doch irgendwas hier, oder? Ah, nee, von da kommen wir. Da, Mist, ich glaube, ich bin falsch, Leute. Ich habe ein Problem. Oder? Nee, warte mal. Verwirrt. Ich glaube, ich bin richtig. Ich weiß nicht, wie du da hochgekommen bist, aber ich bin richtig. Wirklich? Warte mal, wo bist du? Ja, hier immer noch oben. Okay, warte mal. Hier musst du hin. Hier. Und dann müssen wir hier lang. Komm. Was hast du eigentlich in der Hand? Ja, das ist mein Speed Boost. Den kann ich manchmal aktivieren, weißt du? Aha. Ja, dann fliegst du ja schneller. Ja, und na weiter, oder? Beziehungsweise laufe ich schneller. Und in der Luft auch? Oh, du hast es nicht geschafft. Ja, geh hier über den Berg. Hier, guck mal. Ich glaube, das geht. Ja. Okay, ja, Freunde. Ja. Oh mein Gott, ich weiß halt Tausend nicht. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hab's noch nicht einmal probiert und ich will's auch gar nicht probieren. Kleine Dusche? Ja, willst du eine kleine Vogelbadewanne? Nee, ich brauch keine. Okay, hier ist ein Ei. Keine Ahnung, so, hier muss doch bald ein Checkpoint kommen. Ich geh mal hier rum. Vielleicht kommt jetzt auch nur alle 20 wieder ein Checkpoint. Boah, nein, ich hoffe nicht, Freunde. Oh mein Gott, okay, wir das schon bei 110. Hab ich noch geschafft. Und nein, hier ist der. Der Checkpoint von 1 oder bei 110 Metern. Alter, guck mal, hier ist das Ei von Yoshi. Ja, und jetzt musst du, pass auf, da sind Spikes, ne? Ja. Nice. Okay, locker flockig hat er das gemacht, Freunde. Locker flockig wie eine lockige Flocke. Wer ist die lockige Flocke? Meine lockige Flockenfrisur. Eine flockige Locke ist eine lockige Flocke, wenn eine Flocke lockt. Richtig? Alles gut, Perry? Perry, da schnabelt... Hä? Oh nein. Okay, hier muss man rumspringen. Wie weit bist du schon? Junge, ja. Schimmer. Okay, warte, ich warte auf dich. So, ich bin hier vorne. Okay, ja, da musst du, okay, da kommt Sandy. Pass auf, da musst du jetzt einfach hier um die Ecke springen. Die lassen dich da nicht durch. Da ist Vogel No Entry Party. Entschuldigen Sie bitte. Ihre Majestät, hier ist euer Vogel. Warte, bleib da. Können Sie mich wieder durchlassen? Nee, du musst da rumspringen, Mann. Ey, Mann. Hey. Wieso werden überall Vögel aus... Hier so, hallo. So, jetzt chill. Boom. Bock mich nicht an. Ja, okay, ich bock dich nicht an. Tut mir leid, mein kleiner Borg-Freund. Aber, Freunde, wie viel Meter habt ihr eigentlich bei dem Spiel geschafft? Schreibt's mal jetzt in die Kommentare. Und ich und Sandy sind dann relativ weit schon, finde ich. Und jetzt kommt ein schwieriger Jump. Pass auf, nö. Du musst hier um die Ecke und dann rechts rum. Oh mein Gott. Okay, ich hab Angst. Geschafft. Darfst du. Flieg! Schaffst du! Nee, du musst auch weiterfliegen. Achso. Ja, ich hab gar nicht gesehen. Oh Mann, okay. Ich bin nicht geflogen, weißt du? Ja, weißt du, ich zoome immer raus, dann sehe ich immer, wo wir hin müssen. Ja, so schlau bin ich nicht. Achso, okay. So, ich hab sehr weit rausgezoomt und... Okay, die Wände sind mit Spikes. Aufpassen, Santi. Ein bisschen rumfliegen. So, okay, und Checkpoint Nummer 12. Jawohl. Es läuft richtig, richtig gut gerade, Leute. Wir sind richtig am Start hier. Ich finde es gerade richtig cool hier als Borg. Oh mein Gott. Du warst auf den Spikes. Ja, irgendwie eigentlich. Okay, jetzt wird schwierig. Nein. Oh mein Gott. Jetzt wird schwierig. Jetzt geht's richtig ab. Okay. Ich trau. Pass auf! Okay, Alter, du hast es echt geschafft. Let's go! Okay, ich hab's auch. Okay, wieder springen. Okay, es geht in die Höhle. Das ist ein bisschen gemeint. Ey, aber ich muss sagen, wir kommen trotzdem relativ gut durch. Okay, warte mal, wo müssen wir lang? Geh mal nach oben. Geht es da hoch? Ja, so Ecken. Schaffen wir das? Ah, nein! Wir müssen wahrscheinlich von da oder so nach oben. Ja. Von wo? Ja, von da und jetzt. Ja, meine ich, aber schaffen wir das? Geht das überhaupt? Ja, klar, guck mal. Alter, wie hast du das gemacht, Mann? Also, ich habe einen Flug nach links, einer nach rechts und dann geflattert. Sandy, so fliegen nur... Ah, nee, so fliege ich. Ja, so fliegst du. Okay, Freunde, es geht weiter nach oben und wir erreichen Nest Nummer 13. Jetzt schon? Jetzt rushen wir aber durch. Oh, okay, ich muss 12 zu 13. Man kann einfach die ganze Zeit so hin und her switchen, ne? Oh mein Gott, okay, nice, geschafft. Easy. First try. Okay, second try. Du musst gleich durchspringen, ne? Ja, ich weiß. Ich brauche keine Tipps von
Ja, hey. Ich habe deine nicht vorhandenen Tipps, habe ich gesehen. Ja, chill. Übrigens, Freunde, sind wir einfach Platz 2 und 3 auf dem Server. Niemand ist so weit wie wir, außer Larissa. Die ist einfach bei 180 Metern. Larissa, hier ist meine Katze. Du musst dann gleich weiter. Und dann, boom. Okay. Okay, Freunde. Ja, wir sind schon gut weit, aber... Wie kann man gegen Spikes? Er läuft einfach gegen Spikes. Ich hab sie gar nicht gesehen, die Spikes. Ja, Augen auf im Straßenverkehr nennt man sowas. Im Flugverkehr. Oh mein Gott, ich bin ein Vogelnest! Yeah! Übrigens sind die Checkpoints gar nicht mehr so weit entfernt auseinander, ne? Ja, ja, jetzt geht's auch schnell nach oben. Ich weiß gar nicht, wo bist du? Ah, du bist wieder bei dem Ding da, ne? Am Anfang. Ruhe? Okay, ich hab's geschafft. Und da kommt ihr! Woo! Hast du nicht das Schild gelesen? Was war denn da? Sei still, Schlafeier. Achso. Oh. Kuckucksuhr. Die Kuckucksuhr ist einfach bei 160 Meter. Naja, ob wir das schaffen, weil wir sind ja wirklich komische Hühner. Das kann ich Ihnen nicht versprechen, Leute. Und spring und... Okay, drauf. Nein, das hat sich blöd gedreht. Nicht weinen. Halt die Klappe, Mann. Hey. Du kommst nicht zu meiner Vogelshow. Wow, was steht hier? Kuckucksuhr. Alter, das macht so viel Spaß. Hopp, hier gleich durchspringen und so. Oh, auf. Jetzt kommen nur solche Level, ne? Und boom. Nein, ich hab's wieder nicht geschafft. Also ich finde das voll schwierig mit diesen Pinken immer. Ich muss sagen, die Pinken schaffe ich, aber danach das Drehding da drauf zu kommen, ist mega schwer, finde ich. Oh nö, was für ein Drehding? Ein Drehding. Okay, da musst du jetzt durchspringen gleich. Okay. Darauf zu kommen. Oh, was? Du hast First Try geschafft? Nach unten? Alter, keine Ahnung, wo man danach bleiben muss. Ich fliege einfach mal nach unten. Okay, du hast es aber gut gemeistert, ey. Dafür, dass du das gleich geschafft hast? Krass, ey. Dankeschön, mein Vogel. Was heißt denn hier Dankeschön, Mann? Ich hab richtig? Die sind Spikes, aber... Nein! Okay, ich flieg dann auch mal und ich bin bei dir. Ich bin schon weiter. Okay, okay, okay. Du bist schon sehr weit. Bei wie viel Meter bist du gerade? Oh, 137. 137, okay. Ich müsste direkt hinter dir sein. Eigentlich kannst du nicht... Naja, moin. Ach, moin. Ha, da ist der Noob. Oh, okay, ich bin Noob. Na, wie komme ich jetzt hier hoch? Weiß ich auch nicht. War da noch nicht. Hier so um die Ecke? Nee, kann ich nicht. Ah, ich stecke in der Wand. Ich steck in der Wand fest. Nein. So, okay, warte mal. Hier hoch, okay. Bam. Henna, und dann auf das Holz. Und dann hier rüber, oh, oder nicht? Oh mein Gott, Junge, ich bin fast reingekommen. Okay, bin oben. Ich warte auf meinen Pelikan-Freund. Ja, ja, chill. Okay, ja, ich sehe schon. Ja, ist gut. Und er schafft es nicht. Okay. Und er schafft es. Und jetzt? Ja, darüber. Ja, und dann weiter. Darüber an die Mauer. Und dort zu mir. Ja, okay, okay, okay. Okay, so. Ich checken. Du checken? Ich checken. Oh, checken. Okay, so, warte mal. Oh mein Gott, okay. Du darfst nicht zu nah an die Mauer, weil da sind Spikes. Ich sag's dir nur. Ich seh's. Okay, nicht zu nah. Und easy. Let's go, Freunde. Ich würde... Okay, ich wäre fast gegen die Spikes. Okay, Junge, so. Die sind auch so fies platziert immer. Ja, manchmal ist man auch ein bisschen zu schnell dafür, ne? Ja. Okay, hier kommt wieder so eine abwechselnde Blöcke. Da muss man ein bisschen warten, weil die brauchen eine Weile. Und kurz stehen bleiben und... Yeah! Mal Checkpoint. Aber wir haben 150 Meter geschafft. Yeah! Und Freunde, ich würde sagen, dass... Ah ne, warte mal, lass mal wenigstens noch zur Uhr darüber. Okay, 150 Meter, Sandy. Und warte mal, was ist denn das hier drüben? Ich bin runtergefallen. Oh, warte mal, eine Riesenuhr? Oh. Uhr? Aua. Eine Kuckucksuhr. Ja, ich gebe dir einen Tipp. Die Uhr kann ein bisschen wehtun, ja? Ah, okay, danke für den Tipp. Ja, aber war ein guter Tipp, oder? Mhm. Dieses Ding wird dich töten. Ja, ehrlich gesagt muss ich es mit meinen eigenen Augen miterleben. Oder mit meinen eigenen Gefühlen, wie man es auch immer nennen möchte. Und dann kommen wieder, boom, solche Blöcke hier. Aber ich meister sie easy. Oh mein Gott, Alter, Sandy, ich rush jetzt durch. Ich habe keine Zeit auf dich zu warten. Tut mir leid. Oh, ich bin auch bei der Kuckucksuhr. Okay, lass dich nicht treffen von hier. Ja, und mach ich nicht. Oh, okay, hier sind wieder so eine abwechselnde Blöcke, so. Oh, und auch mal doppelte Blöcke und... Nein! Gefällt? Ja, aber ich war schon fast ganz oben. Den letzten Sprung habe ich nicht geschafft.
Okay, man muss sich halt so ein bisschen konzentrieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, was Konzentration heißt. Ruhe. Okay. Und das nein. eine... What? Oh mein Gott. Es geht wieder nach unten für dich, Perry der Schnabeltier. Okay, oh Mann, okay. So doppelt. Zack, zack, zack. Und komm. Jetzt bitte rauf. Let's go. Ich hab's geschafft. Ich bin in der Uhr. Kuckuck. Glückwunsch. Kuckuck. Normalerweise kommt doch der Vogel aus dieser Uhr raus, ne? Ja, die Kuckucksuhr. Ja. Und wow. Alter, wir sind einfach im Inneren. Oh mein Gott, Alter. Sandy, das müsstest du sehen. Hier drehen sich die Blöcke einfach. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, Freunde, ich versuche noch ganz, ganz schnell den Checkpoint zu holen. Aber dann, ehrlich gesagt, finde ich das hier schon ganz schön heftig. Wow, okay, Mann. Das ist übel schwierig. Aber ich habe den Checkpoint. Glückwunsch, gut. Aber, Freunde, ich habe es geschafft. Wenigstens bis zur Kuckucksuhr. Und die letzten 40 Meter werden wir dann mit euch gemeinsam machen. Wenn wir die 1000 Likes schaffen, dann werden wir noch einen zweiten Teil mit euch gemeinsam machen als Community und werden die letzten 40 Meter auch besiegen gegen wen eigentlich? Gegen mich. Gegen Sandy. Aber Freunde, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei meinem besten Freund, den Sandy, vorbei und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.